Die EM beginnt, kommen anstatt Sancho und PSG holt Wijnaldum. Das ist dem des Tages. Mein Name ist Nico. Schön hier, oder? Los geht's. Die EM 2020 beginnt heute und dank Volkswagen sind wir genau da. Also nicht bei EM, sondern in Rom, da wo das Auftaktspiel stattfindet. Und deshalb rede ich auch ein bisschen leiser. Denn gerade nach 30 Sekunden Testaufnahme wurde ich von da oben schräg angeguckt. Also pssst, ja, bisschen leiser. Um 21 Uhr sind also die Türkei gegen Italien. Zwei der spannendsten Teams bei diesem Turnier. Ich weiß, viele Leute haben Italien so als Geheimfavorit. Ich habe sie bei den Engländern in der Prognose zum Sieger gemacht. Auf der anderen Seite, wenn du mich drei überfragst, dann sage ich auch drei verschiedene Mannschaften. Und die Türkei hat ein sehr, sehr junges Team und Burak Yilmaz. Auch nicht unspannend. Ihr könnt natürlich noch viel, viel mehr Euro-Content in der OneFootball-App finden oder im Volkswagen One Hub. Und wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut und ich wüsste nicht, warum ihr das nicht machen solltet, findet ihr die Links hier unten. Ein erstes Angebot von Manchester United für Jadon Sancho hat der BVB ja bekanntlich abgelehnt. Da war die Ablöse nicht hoch genug. Und laut Sport 1 guckt sich United jetzt anderswo um. Kingsley Coman von den Bayern soll auf dem Zettel stehen. Wenn ihr das hört, solltet ihr alle genauso reagieren wie ich und sagen, ah ja, alles klar. Es ist natürlich so, dass Kingsley Coman, der FC Bayern will ihn unbedingt verlängern, will ihn ungern abgeben und soll 100 Millionen aufgerufen haben. Und Jadon Sancho ist Uniteds Wunschspieler seit inzwischen anderthalb Jahren. Und nur wenn man da die erste Offerte abgelehnt hat, heißt das eben noch lange nicht, dass die Verhandlungen zum Stillstand gekommen sind. Also warten wir mal ab. Die werden sich sicherlich noch einigen. Paris Saint-Germain hat zum Nulltarif zugeschlagen und einen Champions League-Sieger geholt. Oder einen ehemaligen Champions League-Sieger. Gigi Wijnaldum kommt also tatsächlich von Liverpool zum französischen. Oh, nope, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht, meine lieben Freunde. Zu PSG. Das Ganze ist ein bisschen überraschend, weil wir eigentlich uns alle einig waren, okay, der geht scheinbar safe zu Barca. Der Wechsel zu PSG ist eine Herausforderung für mich. Ich schließe mich einem der besten Teams in Europa an und möchte meinen Willen und meine Entschlossenheit in dieses ehrgeizige Projekt einbringen. Paris hat seinen Status in den letzten Jahren unter Beweis gestellt und ich bin sicher, dass wir gemeinsam zum Wohle unserer Fans noch weiter und höher gehen. Union Berlin hat die letzte Saison mit gefühlt 15 verschiedenen Spielern im Sturmzentrum ausprobiert, rumprobiert und war mit keinem so richtig glücklich. Und man hat in den letzten Wochen intensiv nach einem neuen Mann geschaut. Serdar Dursun von Darmstadt, der soll der Top-Kandidat gewesen sein. Das hat sich zerschlagen und jetzt sieht es so aus, beziehungsweise nee, sieht nicht so aus, ist fix. Vogelsammer von Arminia Bielefeld schließt sich ablösefrei den Köpenickern an. Alexander Sørloth und RB Leipzig. Eieieiei, 20 Millionen Euro haben sie für den guten Mann bezahlt. Kann man ja mal machen. Und funktioniert hat er eigentlich überhaupt gar nicht so richtig. Wir wissen alle, Sørloth, RB, nach der abgelaufenen Saison, so richtig gut, dass nicht funktioniert. Und eine Zukunft gibt es da wohl momentan eher nicht. Und das bestätigt auch die Leipziger Pläne. Denn nach allem, was man hört, soll er mindestens verliehen werden. Und dann nochmal richtig gute Nachrichten aus Mainz. Johnny Burkhardt hat seinen Vertrag tatsächlich verlängert und zwar bis 2024. Darauf haben viele Mainz-Fans gehofft und man hat es auch immer wieder gehört, dass sie am Verhandeln sind. Doch nach dem EM-Triumph, also EM-Triumph, hatte man natürlich die Sorge, dass da größere Vereine vielleicht den Mann von Mainz auf dem Zettel haben könnten. Dem ist nicht so, also wahrscheinlich ist dem so, aber er hat seinen Vertrag fürs Erste verlängert. Das war's heute, meine lieben Freunde. Jetzt noch die Info, dass ihr jedes EM-Spiel 60 Minuten nach Abpfiff die Highlights in der OneFootball-App gucken könnt. Yep, so einfach kann's gehen. Also, macht's gut und jetzt zeige ich euch nochmal den Ausblick hier.